Hallo und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Wir sind wieder am Dutch Oven. Heute gibt es was richtig, richtig Leckeres. Und zwar machen wir einen Sucuk-Kichererbsentopf. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Für unseren Sucuk-Kichererbsentopf brauchen wir folgende Zutaten. Wir fangen hier wieder rechts an. Das ist ein halber Liter Brühe. Dann haben wir zum Abschmecken her Pfeffer und Salz. Wir haben hier eine Zucchini liegen, zwei mittelgroße Paprika. Dann haben wir einige Kartoffeln, eine Dose gehackte Tomaten. Dann haben wir hier vier Sucuk, vier Mettenten, ein bisschen Öl zum Anbraten, zwei Knoblauchzehen, drei mittelgroße Zwiebeln, Kichererbsen und Cocktailtomaten. Ja, und wie immer, wenn es zu schnell ging, steht alles unten in der Videobeschreibung. So, wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, das alles schon mal klein zu schnippeln. Da müsst ihr ja nicht unbedingt dabei sein. Das kriegt ihr auch ohne uns hin, bin ich mal ganz sicher. Und wir gehen jetzt an den Dutch Oven und da geht's los. So, dann packen wir unseren 4,5er Dutch Oven. Den habe ich heute gewählt. Mal auf die Kohlen, lassen die mal schön heiß werden. Das Öl kippen wir noch dazu. So, wie man sieht, das Fett ist heiß. Ja, und jetzt kommen als erstes unsere Mettenten und unsere Sucuk rein und werden hier mal schön angebraten. So, unsere Wurst ist jetzt schön angebraten, hat sich schön Fett unten drin gesammelt. Das lassen wir natürlich drin. Da braten wir nämlich gleich die Zucchini mit an. Und jetzt nehmen wir das Fleisch raus, packen es in eine Schüssel und stellen es erstmal beiseite. Ist euch vielleicht aufgefallen, die Sucuk hatte ich zwischendurch noch ein bisschen kleiner gemacht, die war mir zu groß geschnitten. So, jetzt kommen die Zucchini dazu und werden auch angebraten. Vorher kommt noch ein bisschen Pfeffer und Salz drauf. Hier ein Kelly Cherry Pfeffer. Könnt ihr wie immer nehmen, was ihr wollt. Und als Salz habe ich hier ein persisches Blausalz. Das nehme ich ganz gerne mal. Nicht zu viel Salz. Die Sucuk ist schon salzig genug. Ja, wenn wir das hier anbraten, will ich mich einfach nochmal bedanken bei Jelly vom Kanal Alien Barbecue. Denn das Grundrezept, was wir hier machen, das kommt eigentlich von ihm. Das ist ein Rezept, was er mir mal gewidmet hatte damals. Lange Geschichte, ich verlinke euch sein Video auch unten in der Videobeschreibung. Und ich habe ihn gefragt, ob ich das aufgreifen darf und ob ich das ja verändern darf, so wie ich das gerne haben möchte und da mal ein Video von machen kann. Ja. Doch noch um einiges zu verändern und er hat gesagt, klar Andi, mach hin, meinen Segen hast du, mach ein gutes Video draus. Ja, und das hoffe ich jetzt, dass das eine leckere Geschichte wird. Das heißt, ich weiß das schon, ich habe das schon des Öfteren gemacht. So, die Zucchini jetzt auch fertig. Die nehmen wir auch noch mal wieder raus. Das kommt alles später mit der Wurst dann dazu. Packen wir als nächsten Schritt die Zwiebel dazu und braten die schön glasig. Kurz bevor sie soweit sind, packen wir den Knoblauch noch dazu. So, jetzt kommt der Knoblauch mit dazu und auch gleich unsere Kartoffelstücke hinterher. Die können auch kurz mit anbraten hier. Wir sollen nur kurz mit anbraten.
So, die Kartoffeln sind jetzt angebraten, das reicht aus. Die müssen nicht viel dunkler werden. Und jetzt packen wir die Brühe dazu, kippen wir die Brühe dazu und lassen das circa eine Viertelstunde darin garen. Jetzt den Deckel drauf und eine Viertelstunde Ruhe. So, unsere Kartoffel haben wir jetzt eine Viertelstunde kochen lassen und packen jetzt die fein gehackten Tomaten dazu. Dann kommen noch folgende Sachen dazu. Unsere Zucchini. Dann die Sucuk und die Mettenten. Und der Mais. Ihr werdet euch wundern, den habe ich vorher nicht vorgestellt, aber wie jedes Mal vergesse ich irgendeine Zutat vorzustellen, die wir nachher doch brauchen. Ich habe hier eine halbe Dose Mais noch genommen. Aber es ist wie immer, wenn ihr irgendwie was nicht haben wollt, wenn ihr von einer Sache mehr haben wollt, ändert ihr das selbstständig um, das Rezept. Das ist nur ein grober Anhalt. So, und unsere Paprika kommt noch mit rein. So, jetzt erhitzen wir das Ganze wieder und lassen es so lange vor sich hin köcheln, bis die Kartoffeln gar sind. So, unsere Kartoffeln sind durch. Allerdings ist mir das Ganze noch ein bisschen zu wässrig, deswegen lasse ich die Flüssigkeit jetzt noch einreduzieren. Ich lasse es hier noch ein bisschen drauf, einige Minuten. Ich weiß es nicht genau, 15, 20, mal sehen, wie lange wir brauchen. Und dann erst kommen unsere Kichererbsen und die Tomaten dazu. Die brauchen ja nicht lange, die sind wie gesagt vorgegart und danach ist es auch ganz schnell fertig, aber die Flüssigkeit will ich noch ein bisschen einreduzieren lassen. So, die Flüssigkeit ist jetzt soweit einreduziert, dass ich damit leben kann. Ich habe auch noch mal eine Kohle nachgelegt, wie man sicherlich hier sieht, das kocht jetzt ordentlich. Ja, und jetzt wird es Zeit, unsere Kichererbsen mit reinzugeben. Die werden wir gleich unterrühren und werden den Topf dann von den Kohlen runternehmen. Denn die müssen, wie gesagt, nicht mehr lange garen. Und dann schmeißen wir noch eine Hand von meinen heißgeliebten Cocktailtomaten mit rein. So, ein bisschen lassen wir es noch und dann kann probiert werden. Oh, das riecht so genial. Ja, gute 5 Minuten haben wir jetzt die Kichererbsen doch nochmal mitgekocht. Ja, und jetzt sieht es genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Ja, und hiermit erkläre ich das Gericht für fertig. Und wir können probieren. Oh, das duftet so geil. So aussehen tut es schon mal total genial, aber hui, schmecken muss es. Deswegen werden wir es jetzt probieren. So, es hat jetzt doch ein klein bisschen länger gedauert, als wir das so gedacht haben, als es geplant war. Aber es ist ja irgendwie immer irgendwas. Jetzt hatten wir ein bisschen zu viel Flüssigkeit drin. Nehmt einfach 300 Milliliter anstatt 500 Milliliter Brühe und dann habt ihr das Problem nicht. Schlechter geworden ist das dadurch. Aber auf keinen Fall. Ja, und jetzt probieren wir es einfach mal. Ich habe schon so oft gemacht, ich weiß, dass es gut ist. Wow. Oh, geil. Das ist eine super Kombi. Die Sucuk gibt ja so viel Geschmack ab. Man braucht eigentlich kaum nachwürzen. Einfach nur genial. Mach das mal nach. Das ist eine super Sache. Ich weiß, das hört sich ein klein bisschen unsexy an von den Zutaten. Das ging mir am Anfang auch so, aber es ist super, super lecker. Ja, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Euer Cringe.